Was ist eigentlich, wenn andere Leute dich immer noch mit dem alten Namen ansprechen? Wie geht man damit um? Genau das erfährst du heute in diesem Video. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und bevor ich mit dem Thema überhaupt starte, will ich mich recht herzlich bedanken. Vor allem bei den Leuten, die neu dazugekommen sind. Also wenn du jetzt ganz neu bist, es gibt verschiedene Formate und heute gibt es ein Format, wo ich eben über ein Thema spreche. Und ansonsten gibt es noch das Interviewformat, das wird von Jay und von mir betrieben. Und letzte Woche habe ich extrem viel positives Feedback bekommen und da werden auch noch mehr Interviews kommen. Wenn du das Interview noch nicht geschaut hast, schau gerne hier oben, wird das Interview verlinkt. Danke auch nochmal an Michaela und Sam, das war ein sensationelles Interview. Und jetzt gehen wir natürlich zu dem Thema über. Und zwar geht es heute um den Namen, also um den Deadname, genau gesagt. Also das ist ein Begriff, der wurde irgendwann mal in die Welt geworfen von irgendjemandem. Und was ist die Bedeutung von einem Deadname? Also Deadname bedeutet, bevor du den Weg gehst, bekommst du ja einen Namen zugewiesen. Gerade bei deiner Geburt oder so, wird dann halt eben von deinen Eltern entschieden, du heißt jetzt zum Beispiel Laura, an dem Transmann-Beispiel jetzt. Und dann, wenn du den Weg eben gehst, dann entscheidest du dich für den Namen, für den Rufnamen, den du eben möchtest. Und in der Regel ist es so, bei der Vornamens- und Personenstandsänderung entscheidet man sich auch dazu, sich vor allem zu outen und zu sagen, hey, nenn mich bitte nie wieder Laura, sondern Luca, weil ich fühle mich nicht wohl, wenn du mich Laura nennst. Man kann aber schon vorher, vor der Personenstands- und Vornamensänderung, eben den Alltagstest, so nennt sich das, aber den Alltag halt eben so leben, wie du ihn eben leben möchtest, bevor überhaupt der Name auf dem Ausweis steht. Und dann kann man sich im Umfeld schon outen und sagen, ich möchte gerne, dass du mich jetzt nur noch Luca nennst und nicht mehr Laura. Und schauen wir mal, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Genau, wann ist der richtige Zeitpunkt überhaupt? Also letztendlich die Kurzfassung von dem Ganzen ist, das entscheidest immer noch du. Du kannst von jetzt auf nachher sagen, hey, ich möchte das nicht mehr. Bei mir, meine Erfahrung war halt eben, ich habe gesagt, sobald es auf dem Papier ist, sobald es gesetzlich quasi rechtlich ist, dass ich Luca Toni heiße, dann möchte ich auch nicht mehr beim alten Namen genannt werden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein alter Name ein Kürzel von meinem richtigen Namen war und auch nicht wirklich dem Geschlecht zugehörig war. Deswegen hat es mir auch nicht so viel ausgemacht. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, egal ob das jetzt einem Geschlecht zugehörig ist oder nicht, wenn er sich nicht wohlfühlt, dass er das natürlich nicht möchte. Ich war da relativ locker und ich muss auch sagen, dass meine Vornamens- und Personenstandsänderung über ein halbes Jahr, nicht ein halbes Jahr, sondern anderthalb Jahre sich gezogen hat. Und da hat mein Umfeld eben anderthalb Jahre Zeit gehabt, um den neuen Namen oder sich an den neuen Namen zu gewöhnen. Und wie geht man einfach damit um, wenn der alte Name einfach noch weiterhin genannt wird? Naja, dazu muss ich halt einfach sagen, es kommt immer drauf an. Also du musst dir auch vorstellen, für dein Umfeld ist es auch eine enorme Veränderung. Nicht nur für dich. Und für dich ist es sehr schwer, diesen Transweg natürlich zu gehen und sich an allem anzupassen, die Operationen und so weiter. Aber dein Umfeld hat dich jahrelang beim alten Namen genannt, also beim Deadname, toter Name quasi. Und
Jetzt kommst du und sagst, hey, ab jetzt nennst du mich nicht mehr Laura, sondern du nennst mich Luca. Und die Person braucht eine gewisse Umgewöhnungszeit. Und da kommt es natürlich drauf an, ist es jetzt beabsichtigt oder ist es ein Versehen? Wenn es beabsichtigt ist, dann kann man da anders vorgehen. Aber wenn das jetzt ein Versehen war, dann würde ich die Person einfach höflich nochmal darauf hinweisen. Aber in der Regel korrigiert sich die Person selber, wenn sie weiß, okay, das war jetzt unbeabsichtigt, tut mir leid, ich versuche mich zu ändern, ich versuche es zu bessern. Wenn jetzt jemand mutwillig deinen Namen nennt, also deinen alten Namen, dann gibt es die Möglichkeit, einfach nicht mehr darauf zu reagieren. Und wenn die Person dich weiterhin so nennt und irgendwann vor dir steht und dich beim Namen nennt und sagt Laura, dann sagst du, ich weiß nicht, wen du meinst, mein Name ist so und so. Also bei mir wäre es jetzt Luca. Ich hatte so eine Situation absolut nicht. Aus diesem Grund kann ich nur diese Empfehlung aussprechen, aber es ist wichtig bei diesem Thema, weil das ein sehr, sehr heikles Thema ist, auch die Ruhe zu bewahren. Und ich kann auch wirklich jeden nachvollziehen, der sagt, der eben denkt, warum kriegt die Person nicht auf die Reihe? Aber ich kann die andere Person auch verstehen, wenn ich mit 27 mich oute und sage, hey, ab jetzt heiße ich Luca. Und die Person hat mich 27 Jahre lang mit einem anderen Namen genannt. Also diese Sichtweise muss man halt auch vor Augen haben. Und als letztes gilt einfach, was ich noch aufgeschrieben habe, es ist dein Weg und deine Entscheidung. Nimm Rücksicht auf die anderen, aber schau auch, dass du entscheidest, wann der richtige Zeitpunkt ist und ja, genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass man dich beim richtigen Namen einfach nennt. Und Ruhe bewahren, genau. Das waren die wichtigsten Punkte, wo ich denke, die man ansprechen sollte. Wenn du da noch irgendwelche Vorschläge hast, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Und wenn du Schwierigkeiten hast, eben dich zu outen oder wenn du Schwierigkeiten hast, weil die Person dich nicht beim richtigen Namen nennt, kannst du mir auch gerne eine Privatnachricht schreiben in Instagram, du kannst mir eine E-Mail schreiben, alles findest du unten in der Infobox oder wenn du es öffentlich teilen willst, kannst du es auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir finden auf jeden Fall einen Weg und ansonsten würde ich sagen, sei mutig und bis zum nächsten Mal. Follow me.